Liebe Brüder und Schwestern, Jesus sendet seine 12 Jünger, seine 12 Apostel aus, ja, das Evangelium zu verkünden, den Menschen zur Umkehr aufzurufen. Ja, sie sind gesandt in seinem Namen, im Namen des Sohnes Gottes. Und er gibt ihnen, wie wir gehört haben, diese Vollmacht, die unreinen Geister auszutreiben, Kranke zu heilen. Ja, dort, wo Jesus hinkommt, geschieht Heilung. Dort, wo das Wort Gottes verkündet wird, wo es mit offenem Herzen, mit Glauben aufgenommen wird, fliehen die Dämonen, die bösen Geister. Ja, dort breitet sich das Reich Gottes aus. So sind auch wir als Getaufte gesandt, dieses Wort Gottes zu bezeugen, Zeugen zu sein für Jesus, für den Glauben an ihn. Nehmen wir sein Wort auf, beherzigen wir es. Denn dieses Wort Gottes ist ja Geist und Leben. Dieses Wort Gottes ist Jesus Christus selbst, die Wahrheit. Wo diese Wahrheit Gottes aufleuchtet, dort fliehen die dunklen Mächte, die Mächte des Bösen, die Dämonen. Dort weicht die Lüge zurück. Dort strahlt dieses Licht der Herrlichkeit Gottes auf. Dort geschieht Erlösung, Befreiung aus der Macht des Bösen. Auch der Prophet Amos, von dem wir in der ersten Lesung gehört haben, er ist gesandt im Namen des Herrn, im Namen des Gottes Israels, um die Menschen aufzurufen zur Umkehr, neu hinzuhören auf Gott. Gerade Amos ist von Gott gesandt worden in dieses Nordreich Israel, zu diesem Reichstempel nach Bethel, um die Menschen aufzurütteln, weil sehr viel Unrecht geschah, weil die Armen unterdrückt worden sind, ausgebeutet, entrechtet. Auch das ist eine Aufgabe der Propheten, jener, die von Gott gesandt sind, um dieses Unrecht aufzudecken, um für Gerechtigkeit einzutreten, auch für soziale Gerechtigkeit. Vor allem aber, um die Menschen dazu aufzurufen, Gott die Ehre zu geben, seine Gebote zu halten, zuerst die 10 Gebote vom Sinai und auch dieses neue Gebot, das Jesus uns gegeben hat, dieses Gebot der Liebe, das aber schon dem Volk Israel aufgetragen worden ist, Gott aus ganzem Herzen zu lieben, aus ganzer Seele, mit allen Gedanken, mit aller Kraft. Ja, hören wir hin auf den Herrn. Er überwindet die Macht des Bösen. Er sendet uns, damit diese Götzen, die die Menschen verehren wollen, die sie oft in die Dunkelheit führen, in die Traurigkeit, ja in die Ohnmacht, in die Verzweiflung, dass der Herr sie befreit, dass der wahre Gott wieder erkannt, angebetet, geliebt wird, verehrt, dieser eine dreifaltige Gott, der Vater im Himmel, der uns seinen Sohn schenkt, den Retter und Erlöser, die Quelle der Gnade, Jesus, der durch sein Blut Erlösung geschenkt hat, durch seinen Tod am Kreuz, durch seine Auferstehung. Er schenkt uns diese Gnade des Heils. Aus Gnade sind wir gerettet, haben wir neu dieses göttliche Leben empfangen. Und der Herr erfüllt uns neu mit seiner Kraft, mit seinem Heiligen Geist.
dass wir ihn bezeugen, den Sohn Gottes, dass wir ihn bezeugen als die Wahrheit und das Leben, damit wir nicht müde werden, immer wieder neu umzukehren zu ihm, auf seine rettende Barmherzigkeit zu vertrauen, damit wir selber Heilung und Heil empfangen, zuerst in der Seele. Denn zuerst ist Jesus dazu gekommen, um die kranke Seele, die von der Sünde, vom Bösen verwundet ist, zu heilen, zu befreien. Und vielleicht auch, um dem Körper, unserem Leib Heilung zu schenken. Aber das ist eigentlich zweitrangig. Es geht zuerst um unser ewiges Heil, um unser ewiges Leben in Gott, um unser Leben aus der Gnade, die wir in der Taufe empfangen haben. Ja, lassen wir den Herrn in uns wirken, nehmen wir sein Wort auf. Dieses Wort ist Geist und Leben, es ist Feuer, es ist der Geist, der lebendig macht, der uns sendet als seine Zeugen, als Zeugen der Wahrheit, des Evangeliums. So öffnet sich auch für uns ein wenig der Himmel, wie damals in Bet-El, wohin der Prophet Amos gesandt worden ist. Bet-El, das Haus Gottes, wo schon Jakob den Himmel offen gesehen hat, diese Himmelsleiter, auf der die Engel Gottes auf- und niedergestiegen sind. Ja, in Jesus öffnet sich der Himmel für uns, wenn wir auf sein Wort hören, wenn wir seine Gnade bewahren, wenn wir ihn aufnehmen und wenn wir bereit sind, für die Wahrheit Zeugnis abzulegen. Der Herr schenkt uns dazu seine Hilfe. Amen.